144 Theaterstücke, rund 216.000 Besucherinnen und Besucher, 32 Uraufführungen und 27 österreichische Erstaufführungen. So drückt sich 30 Jahre Theater Oberzeiring in nüchternen Zahlen aus. Doch Theo ist mehr. Zuschauer aus nah und fern wollen erleben. Theater hautnah. Wir haben uns ja immer dazu bekannt, dass wir quasi so einen kleinen Art Stadttheaterspielplan machen, dass wir eine breite Themenpalette abhandeln hier im Theater. Bei uns gibt es im Laufe eines Spieljahres Klassiker und Uraufführungen und Komödien und was für Kinder. Also diese Vielfalt wird natürlich mit eine Rolle spielen und dann natürlich, glaube ich, auf jeden Fall auch das Ambiente, das man hier erleben kann. Die kommende Spielzeit hat sich der aktuellen Situation angepasst. Viele Premieren, Doppelvorstellungen und einiges zum Nachdenken. Das Publikum darf sich auf eine vielfältige Saison freuen. Ja, zu denken gibt es hoffentlich immer vieles im Theater. Deswegen macht man letztendlich auch Theater, glaube ich. Ja, die Situation erfordert es, dass wir natürlich Maßnahmen treffen bei uns im Haus. Wir haben halt 48 Plätze zurzeit zur Verfügung. Wir spielen dadurch viele Vorstellungen zweimal am Tag. Wochenends in der Regel fast immer zweimal am Tag, 17 und 20 Uhr. Mitunter das gleiche Stück, mitunter unterschiedliche Stücke, um ganz einfach auf eine gewisse Zuschauerfrequenz kommen zu können. Wir starten eben mit einer Komödie jetzt nächste Woche, dem Doppelfehler, das ist im wahrsten Sinn des Wortes einer, weil vor 18 Jahren haben wir das schon einmal in gleicher Besetzung gespielt. Oder wir machen dann den Panther von Felix Mitterer im Dezember. Wir spielen unseren Pippi Langstrumpf weiter im Repertoire. Wir machen dann den Herrn Karl von Helmut Qualtinger und Karl Merz, ein Stück, das leider sehr, sehr gut wieder in unsere jetzige Zeit auch passt. Wir machen eine Uraufführung, die inszeniert der Gregor Schenker im Februar, das heißt Das schwarze Schäfchen, auch ein Stück letztendlich aus dem letzten Spieljahr. Wir lassen nichts ausfallen sozusagen, nebst den neuen Stücken. Wir machen dann im April eine weitere Komödie vom Amerikaner Saint-Germain. Das heißt die Tanzstunde, eine österreichische Erstaufführung. Wir machen im Mai wieder eine Uraufführung von Alle bitteren Wege. Und im Sommer machen wir von Dario Fo, Bezahlt wird nicht. Damit schließen wir so einen Kreis. Wir beginnen mit einem Stück aus der Vergangenheit und enden mit einem Stück aus der Vergangenheit. Wir haben es gehört hier im Theater Oberzeiring, man kann sich wohlfühlen, es ist für die Sicherheit gesorgt. Glauben Sie, dass dieses C-Virus generell die kulturelle Vielfalt bedroht? Es ist natürlich bedroht, es kommt immer darauf an, natürlich, wie man damit umgeht, aber solche das Virus selber mit Sicherheit nicht, wenn, dann ist es immer nur der Mensch. Und da hängt es davon ab, wie gehen wir damit um. Mit Panik machen und so weiter wird der falsche Weg sein. Das wird unsere Gesellschaft spalten, das wird auch unserer Gesellschaft nicht gut tun, das wird unserer Seele von allen nicht gut tun. Aber genauso schlimm ist die andere Seite, die das Ganze ins Lächerliche ziehen will. Die neue Theatersaison beginnt am 4. November. Peter Fasshuber und sein Team freuen sich schon auf eine fantastische Jubiläumsspielzeit.